Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Hallo und herzlich willkommen zu Orga TV. Heute geleitet von der ersten Gruppe der Übung zur Medienpraxis aus Saarbrücken. Mein Name ist Christian Lossen und ich begleite Sie durch die heutige Sendung. Falls Sie es noch nicht mitbekommen haben sollten, in nur 2 Tagen beginnt die Fußball-WM 2006 in Deutschland. Falls Sie es nicht wissen sollten, in Saarbrücken gibt es die Saba. Und was beide Themen miteinander zu tun haben, das zeigen wir Ihnen in der heutigen Sendung. Außerdem haben wir heute in der Sendung noch 4 Beiträge zu ausgewählten 4 Haltestellen der Saarbahn. Die zeigen wir Ihnen dann nachher. Ich würde mal sagen, beginnen wir erstmal mit den Orga-News. Mats ab! Und herzlich willkommen. Ich bin Kati und das sind die News. Fußball-WM Clearing Points für VIPs geplant. Bei der nahen Fußball-WM werden Very Important People nicht vor dem Stadion in den Bewirtungszelten ausharren müssen. Die rund 300.000 bisher nicht personalisierten VIP-Tickets sollen an speziellen Clearing Points nachpersonalisiert werden. Die Clearing Points sind mobile Dateneingabestationen, die die Eingabe von Namen, Anschrift und Ausweisnummer gestatten und damit die Karte zum Stadionbesuch freischalten. Fußball-WM – Germany is on the ball. Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble hat mit dem WM-Chefkoordinator der Bundesregierung Jürgen Rollmann, dem WM-Organisationschef Franz Beckenbauer in Berlin, den 7. Fortschrittsbericht zur Fußball-WM 2006 vorgestellt. Nach Ansicht von Schäuble und Beckenbauer zeigt der Bericht, dass Deutschland reif für die WM 2006 ist. Weltweiter Handyabsatz nähert sich der Milliardengrenze. Die Marktforscher von Gartner haben nach einem starken Anstieg des weltweiten Handyabsatzes ihre Jahresprognose aufgestockt. Sie erwarten für 2006 nunmehr einen Absatz von 960 Millionen Handys, nachdem die Branche im vergangenen Jahr einer Erhebung von Gartner zufolge 816,6 Millionen Handys verkauft hatte. Kabel Deutschland erweitert Pay-TV-Paket um 3 Programme. Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland erweitert sein Pay-TV-Angebot ab 1. Juni um 3 Programme. Wie auf der CeBIT angekündigt, wird Sat.1 Comedy, Komödien aus Hollywood und Europa, Sitcoms aus den USA und Comedy-Formate der Pro7 Sat.1 Media AG präsentieren. Die 3 Programme sind in dem aus rund 30 Spartenkanälen bestehenden Paket Kabel Digital Home enthalten, das zusätzlich zu den Kabelanschlussgebühren mit 10,90 Euro pro Monat zu Buche schlägt. eBay Deutschland setzte 2005 mehr als 500 Millionen Euro um. 7 Jahre nach dem Start hat eBay Deutschland am letzten Freitag erstmals Zahlen bekannt gegeben. Demnach belief sich der Umsatz in Deutschland 2005 auf 691 Millionen US-Dollar. Im ersten Quartal 2006 ist der Umsatz sogar um 19% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres gestiegen. eBay erwirtschaftet seinen Umsatz aus den Gebühren der Verkäufer. Google startet Datenbankdienst Base in Deutschland. Google startet seinen Datenbankdienst Google Base auch in Deutschland und könnte damit ins angestammte Geschäft zum Beispiel des Online-Auktionshauses eBay vorstoßen. Bei Google Base können Webnutzer Informationen oder Warenangebote aller Art wie Nachrichten, Jobangebote oder Rezepte wie Kleinanzeigen online stellen. Die Offerten können anschließend auch über die normale Google-Suche, Google Maps sowie über die Produktsuche Frugal gefunden werden. Veranstaltungstipp. Die Fußball-WM ist da und das Saarland feiert mit. Am Freitag, den 9.6. findet das Public Viewing vor der Kongresshalle in Saarbrücken statt. Es spielt Deutschland gegen Costa Rica und der Anstoß ist um 18 Uhr. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das war's von mir, von hier und damit zurück ins Studio.
So, jetzt wissen wir auch, wann das Eröffnungsspiel der WM 2006 ist und Sie können sich sicher sein, ich werde am Freitag Punkt 17 Uhr vor der Glotze sitzen und auf die Vorberichterstattung warten. Und dann, naja, ich hoffe mal, wir schaffen es bis ins Finale. Mal schauen. Aber im Moment redet ja jeder über Fußball. Wie ist es denn eigentlich mit Ihnen? Reden Sie auch gerne über Fußball? Ich meine, der Chef redet mit Ihnen über Fußball und Sie haben gar keine Ahnung, von null Ahnung. Naja, dann haben wir ein paar Fakten für Sie gleich zusammengefasst. Aber woran erkennen Sie eigentlich, dass Sie ein Fußballmuffel sind? Ihre Freunde reden von Manndeckung und Sie denken, es geht um homosexuelle Themen? Weit gefehlt. Das ist ein Fachbegriff der Verteidigung aus dem Fußball. Aber dazu kommen wir später. So, ich habe hier mal ganz kurz ein paar Zahlen in aller Kürze für Sie aufgeschrieben, die die WM 2006 kennzeichnen. 32, 23, 11, 8, 4, 3. Das sind nicht die Lottozahlen für die nächste Lottosendung. Nein, das sind die Zahlen, die die WM 2006 kennzeichnen. Worum geht's denn Ganzen? 32 Teams sind zu Gast bei Freunden in Deutschland 2006. 23 Spieler hat jede Mannschaft, wovon 11 sich nachher auf dem Spielfeld befinden werden. Apropos 23. 23 ist genau die Zahl der Haltestellen der Saarbahn rund um Saarbrücken und in Saarbrücken. Dazu haben wir dann auch mal ein kleines Potpourri aufgeschrieben. Und zwar kann man ja, ich sag's mal so, jede Haltestelle mit einem Spieler vergleichen. Ne? Da ist der Ernst Kieselhum ist im Sturm, ist klar. Der Johannes Kirche im Mittelfeld. Ich sag's mal so, selbst der Kaiser, ja, ich sag's mal so, selbst der Kaiser hat hier eine Haltestelle. Ich sag's mal so, in der Kaiserstraße. Ja, ey, ist klar. Und der Landabwehrplatz, Mann, das ist eine Überleitung, Gerhard Delling-mäßig, das ist der Wahnsinn. Um diesen Platz hat sich unser guter Freund Carsten Spürer ein bisschen Gedanken gemacht, wie es in der Vergangenheit war und wie es in Zukunft aussehen würde. Schauen Sie sich den Film an, er wird Ihnen sehr gefallen. Mats ab! Das hier ist also der berühmt-berüchtigte Landwehrplatz. Und wie sah es hier in der Vergangenheit aus? Dinge aus der Vergangenheit beamen? Das hört sich doch gut an. Oh, ein Würstchen. Schmeckt gut. Aber was hat das mit dem Landwehrplatz zu tun? Mal schauen, was der Reiseführer dazu sagt. Willkommen am berühmt-berüchtigten Landwehrplatz. Dieses noch bis 1904 als Schlachthofplatz bezeichnete Areal lässt sich durch zwei wesentliche Gebäude charakterisieren. Links sehen Sie den ehemaligen Sitz des Feuerwehrbezirkskommandos, der seit 1982 als Spielstätte des Saarländischen Staatstheaters genutzt wird. Rechts das jetzige Otto-Hahn-Gymnasium, erbaut um 1900. In diesem Jahr 2006 steht ein bedeutender Umbau an. Informationen erhalten Sie direkt vom verantwortlichen Stadtplaner Herr Heimann in der alten Feuerwache. Natürlich interessiert mich, wie der Landwehrplatz in Zukunft aussehen soll. Aber wie komme ich jetzt am schnellsten zu Heimann? Personen beamen? Yes! Wo bist du hier gelandet? Heimann? Hat das Beam etwa geklappt? Schönen guten Tag. Guten Tag. Spürer ist mein Name. Heimann, guten Tag. Grüße Sie. Ich habe gerade den Landwehrplatz besichtigt und ich hätte ein paar Fragen zu dem Umbau des Landwehrplatzes. Können Sie mir da weiterhelfen? Kann ich Ihnen gerne anhand des Plans hier kurz demonstrieren, was mit dem Umbau passieren wird. Es gibt drei grundsätzliche Veränderungen. Im Osten konzentrieren wir das Parken. Im westlichen Teil vor Sprechtheater und Landwehrplatz wird eine offene, vielfältig nutzbare Platzfläche geschaffen. Und im Süden wird eine Kolonnade errichtet, die den Platz zur Saarbahn-Haltestelle abschließt. Was genau versprechen Sie sich von diesen Umbaumaßnahmen? Das erste und oberste Ziel ist, diesen Platz den Bürgern wieder zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Unwirtlichkeit dieses Platzes zu beseitigen und in den Zustand zu versetzen, dass jeder Bürger gerne auf diesen Platz und zu diesem Platz geht. Zum einen, zum anderen soll insbesondere in dem offenen Platzbereich hier
dem Theater, dem Sprechtheater, die Möglichkeit gegeben werden, diesen Platz zu bespielen und damit ganz entscheidend auch zur Aneignung und zur Nutzung dieses Platzes mit kulturellen Funktionen beizutragen. Ja, okay. Das hört sich doch interessant an. Gut, dann auf zur nächsten Haltestelle. So, jetzt haben wir uns den Landwehrplatz hier ein bisschen genauer angeschaut, geschichtlich und was auch die Zukunft betrifft. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Fußball. Wir haben ja gerade eben die Zahlen 32 und 23 11 erklärt. Bleibt jetzt also noch die 8, die 4 und die 3 zu erklären. Was hat die 8, also um was geht's in der 8? Ganz einfach, es gibt 8 Gruppen in der Vorrunde, die aus jeweils 4 Mannschaften bestehen, woraus sich dann ergibt, dass diese 4 Mannschaften jeweils 3-mal spielen, um die Vorrunde dann halt zu bestehen, beziehungsweise halt dann auszuscheiden. Und ich meine, ist ja ganz klar, dass Deutschland wohl Gruppensieger werden muss bei der Gruppe. Mein Gott, Gruppe A mit Deutschland, ist es klar, das muss was werden, ne? Ist ganz klar. Jetzt haben wir natürlich auch uns gedacht, es geht um die WM. Wir haben uns ein paar Spieler vorbereitet. Sagen wir mal, einen Lieblingsspieler haben wir uns 4 Stück rausgepickt, die wir favorisieren. Die zeige ich doch mal. Ich habe auch gerade schon mal was vorbereitet. Wenn das die Regie jetzt ins Bild bekommt, wäre das super. So, da haben wir jetzt zum einen den Ulises de la Cruz. Ganz ehrlich, mit dem Gesicht, das muss einfach ein Star sein, weil ich meine, hallo, das geht gar nicht anders. Ne? Mit dem Gesichtsausdruck, das ist der Wahnsinn. Ne? Der wird der Star der WM 2006, meiner Meinung nach. So, jetzt haben wir, Moment, das ist meine Urlaubsbekanntschaft. Ja, das ist der Anatoli Timoschuk, peinlich. Ganz einfach haben wir den deshalb gewählt, weil der so ähnlich aussieht wie meine Urlaubsbekanntschaft gerade eben auf dem Foto aus der Ukraine. Wahnsinnsspieler auch. Ja, naja. Dann haben wir den, oh mein Gott, Yao Senaya Junior. Ganz ehrlich, mit dieser Frisur, da muss man einfach ein Star der WM werden. Und außerdem schlingelt er sich mit der Eleganz eines Nilpferdes durch jede Abwehr, das wird der Renner. Ne? Also ganz groß zu empfehlen, den Namen merken. Yao Senaya Junior, das wird der Renner aus Togo. So, und nun kommen wir nach Spanien. Unser guter Freund Carles Puyol, oder Carles Puyol, ganz ehrlich, noch ein Bier. Ne? Also ganz großer Star der WM. Sich den Namen merken, das wird einiges. Der rockt so das Haus, also der Wahnsinn. Ja, mal, ich sag's mal so, das ist klar. Jetzt haben wir ja unsere Spieler wieder vorbereitet und ich sag's mal so, unsere Spieler haben wir vorgestellt. Wir haben ja nicht nur die WM im Thema gehabt, sondern auch die Saarbahn und deshalb geht es ja auch bei der WM um Fußball. Bei der Saarbahn geht es um Saarbahnfahrten, ist ja ganz klar. Wir haben ja gerade eben den Landwehrplatz schon vorgestellt und da wir auch im Thema noch andere Haltestellen haben, wie zum Beispiel den Ernst-Kiesel-Humes oder auch die Kaiserstraße, ich meine, es ist klar, haben wir auch den Johannes Kirch-H dabei in der Sendung und deshalb geht auch der nächste Film von meiner Wenigkeit, ich bin ganz stolz, ihn selbst anzumoderieren zu dürfen, um den Johannes Kirch-H. Und zwar ist es ganz einfach, dass bei der WM ja auch wirklich viel Alkohol getrunken wird. Ja, ich meine, ist klar, bei der WM, da fließt Bier, da futtert man Chips, da geht einiges. Und genau um die Auswirkungen des Alkohols dreht sich mein kleiner Beitrag und ich hoffe, Sie werden ihn sehr genießen. Und ich würde einfach sagen, ein Gruß an die Regie, fahrt den Film ab. Gestern ist mir was passiert. Das ist echt peinlich. Aber am besten fange ich mit meiner Ankunft gestern in der Stadt an. Ich bin also mit der Saarbahn in die Stadt gefahren und an der Haltestelle Johanneskirche ausgestiegen. Dort habe ich dann auf meine Freunde gewartet, damit wir noch einen trinken gehen können. Und dann waren wir in einer Kneipe in der Fröschengasse. Die
ist hier nur 2 Minuten Fußweg von der Johanneskirche entfernt. Danach waren wir in einer Kneipe in der Nähe vom Rathausparkhaus. Es war Katholikentag und es war wirklich viel los in der Stadt. Es hat geregnet, wir wollten einfach weiter trinken. Dann waren wir noch in einer Kneipe am Markt. Da gibt es ja auch wirklich genügend Kneipen. Danach sind wir noch ins Neuwieser Viertel gegangen. Ich liebe die Heilige Johanneskirche. Man muss echt nicht weit laufen, um sich zu besaufen. Aber dann passiert was echt Krasses. Ich habe schon gut einen Tee gehabt. Und dann gehe ich noch alleine und total besoffen in so eine Bar, wo ich eine hübsche Blondine kennengelernt habe. Eigentlich haben wir uns berichtet, unterhalten und viel Spaß gehabt. Und dann sind wir noch zu ihr. Und heute Morgen wache ich dann bei der Blondine im Bett auf. Na du? Das war aber eine geile Nacht gestern. Boah. Und ich muss feststellen, dass die Blondine gar kein Mädchen ist, sondern ein Typ. Tja, und jetzt stehe ich hier wie der letzte Depp auf dem Balkon von dem Typ, mit dem ich irrtümlicherweise eine heiße Nacht verbracht habe. Meine Freundin bringt mich um, ich sehe sie schon vor mir. Oh Mann, zu meiner Freundin gehe ich jetzt wohl erstmal nicht. Die wird mir nie glauben, dass das alles keine Absicht war. Naja, jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee mit meiner hübschen Blondine und dann mal schauen. So, um es mit den Worten meines lieben Kollegen vom Telekolleg zu machen. Ja gut, der Alkohol ist in der Chemie wirklich, in der Chemie wirklich ein aggressives Element. Also Finger davon oder nur in moderaten Maßen. Ja. Ja, ja gut, ist klar, aber jetzt kommen wir nochmal auf das eigentliche Thema zurück, denn was hat eigentlich Fußball und die Sabern gemeinsam? Also mir kommt auf Anhieb jetzt nichts rein, ich gebe ihnen ein paar Steilvorlagen und dass sie diesen Steilpass auch annehmen können und ins Tor verwandeln können, hier die Anmerkung. Ein Spiel, ja gut, ist klar, ein Spiel hat 90 Minuten und der Ball ist rund. Die durchschnittliche Fahrt mit der Sabern dauert 10 Minuten und das Einzige, was da rund sind die Räder. Also die Gemeinsamkeit ist da eher mau. Ist klar, das Runde muss ins Eckige. Ist klar. Bei der Sabern muss der Fahrgast durch die Tür. Naja, ich sag's mal so, das ist auch noch ein bisschen mau. Also noch kein Gerhard Delling, aber trotzdem fast auf dem Niveau. Aber jetzt kommt's. Ist klar, das nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das ist klar. Und auch hier ist der Fall mit der Sabern gegeben, denn nach der Fahrt ist vor der Fahrt. Und denken Sie dran, wenn Sie Alkohol trinken, mit der Sabern fahren. Ist ja klar. Ökonomisch, ökologisch und sämtliche Fachbegriffe, die ich jetzt vergessen habe, können auf diesen Fachbegriff, auf diesen Thermos mit der Sabern wirklich angewandt werden. Aber gut, ich würde mal sagen, wir gehen zum nächsten Thema, denn ist klar, der Kaiser war zu Gast in Saarbrücken, ist klar, und wie die Amis, klar, mit dem Walk of Fame, die haben dort jeder Depp Stern auf dem Boden, ich hab was anderes, ich hab eine eigene Haltestelle in Saarbrücken, das ist klar, die Kaiserstraße, ist klar, das ist extra für mich als WM-Start 2020 Saarbrücken, ist klar. Dafür haben wir jetzt einen Film darüber, und zwar unser lieber Freund David Fellung hat einen Film über die Polizeiarbeit an der Kaiserstraße gemacht, und ich würde mal sagen, schaut es euch an. We'll be right back.
Bist du verrückt? Du kannst hier nicht rumballern. Die beiden Polizisten Nils und Erik sind spezialisiert auf Banden- und Jugendkriminalität. Im Undercover-Einsatz ist eine unauffällige Kleidung von großer Bedeutung. Hierfür haben sich die beiden mit mehr oder weniger großem Erfolg in Zivilkleidung gesteckt. Überfall, Bank SA, fordert Unterstützung. Sie sind auf dem Weg. Bei der Streife durch die Stadt bleibt auch immer noch die Zeit für ein persönliches Gespräch zwischen den beiden. Die musste jetzt gerade anfallen, aber ein bisschen mehr kann man ja machen. Ein bisschen zurückrufen oder so. Manchmal denke ich, kenne ich gar nicht. Ey, guck mal da. Der Mimo, unser alter Bekannter, der alte Schwarzfahrer. Den treffen wir uns vor, komm. Hast recht, nicht schlecht, warte. Ich werde den schnappen. Fahr da rechts rum, dann schnappen wir ihn. Mach ich, ganz ruhig, ganz ruhig. Der ist gleich fällig. Ey, Alter, was soll denn das? Ich war noch gar nicht fertig mit dem. Nach einem solchen Einsatz ist die Einsatznachbesprechung unter den Kollegen besonders wichtig, um das soeben Erlebte zu verarbeiten. Doch auch hier zeigt sich, dass jeder mit solchen Situationen anders umgeht. Ich weiß auch nicht, wo das nur hinführen soll mit der ganzen Jugend. Die hängen den ganzen Tag nur noch vorm Fernseher, spielen ihre beschissenen Videospiele. Mhm. Stupide, gibt's gar nicht. Oh, meinst du, war es eben nicht ein bisschen krass an der Haltestelle? War ein bisschen heftig, oder? Alter, ich wollte ihn doch nur erschrecken. Und was hast du gemacht? Du hast ihn ja gleich weggebeamt. Aber wo hast du ihn eigentlich hingebeamt? Ja, gut, also meinst du, ich habe mir die Bedienungsanleitung von dem Ding durchgelesen? Verstehe, ey. Mimo, ich bin's doch, dein Vater. Boah, stinkst du. Blech. So, jetzt hat der Kaiser, ich sag's mal so, seine Haltestelle vorgestellt. Ist klar. Aber das nächste Thema ist viel, viel ernster, denn bei jeder WM, bei jedem Fußball gibt es Fußballsongs. Ich erinnere mich gern noch an Ohne Holland fahren wir zur WM, aber das ist dieses Jahr leider nicht mehr möglich. Aber dafür ein kleiner Karlauer als Entschädigung. Wie nennt man einen Holländer, der am am WM-Finale 2006 teilnimmt? Schiedsrichter. Ja, ist klar, das ist... naja, aber nun nochmal zurück zu der Musik. Und zwar haben wir uns gedacht, ist klar, jeder Schlachtenbummler kennt Musiksongs wie Ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland. Das brauchen wir jetzt auch nicht zu vertiefen, kennt ja wohl jeder. Und unser guter Freund Clemens Hildebrand, seines Zeichens exzellenter Filmer, hat sich mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie könnte er selbst die Fußball-WM 2006 ein bisschen aufpeppen und hat dazu die Honeymoon-Tanzband aufgetrieben, die einen Wahnsinns-Song haben. Wirklich, bei MTV steht er schon in den Startlöchern. Schaut euch rein, bestimmt in der nächsten Woche als Jamba-Klingelton Nummer 1 zu erhalten. Ich hoffe drauf, ich habe mich schon auf meinem Handy drauf und der rockt das Haus. Es bleibt mir nichts anderes zu sagen als, bitte, schaut es euch selbst an, das ist der Wahnsinn. Das ist der pure Wahnsinn, also Film ab. Nachts im Traum
das sah ich dich genau. Und ich wusste, du bist meine Frau. Du nahmst einfach meine Hand. Ich spürte, dass uns schon viel verband. Du warst mir von Anfang an vertraut. Und ich fühlte deine weiche Haut. Das kann doch kein Zufall sein. Du knallst in mein Leben rein. Ich fühle es tief in mir. Du gehörst zu mir. Das kann doch kein Zufall sein. Dein Blick geht ins Herz hinein und schlägt wie ein Blitz dort ein. Ich lasse dich rein. Eines Tags war's dann so weit. Heute gehen wir zu zweit. Unsere Liebe ist tief, so wie das Meer. Trennen kann uns von nun an keiner mehr. Das kann doch kein Zufall sein. Du knallst in mein Leben rein. Ich fühle es tief in mir. Du gehörst zu mir. Das kann doch kein Zufall sein. Dein Blick geht ins Herz hinein und schlägt wie ein Blitz dort ein. Ich lasse dich rein. Das kann doch kein Zufall sein. Nun sind wir nie mehr allein. Zwei Herzen, die fanden sich. Ich liebe dich. So, liebe Zuschauer. Das war der WM-Song 2006 für die WM in Deutschland. Ich habe ihn schon auf meinem Handy und ich kann nur hoffen, dass Sie ihn auch bald auf Ihrem Handy haben. Aber was gehört denn zu jeder guten Fußball-WM? Also, Punkt 1, der Fußball-WM-Ball. Ganz wichtig, weil ohne Ball, da kommt nichts ins Rollen, ist klar. Denn das Runde muss ins Eckige, ist ganz klar. Aber zu jeder Fußball-WM gehört auch noch dazu eine gute Flasche Bier. Was zum Knabbern, sehr wichtig, denn ohne Bier und Knabberchips wird die WM einfach fad und mau. Aber für all diejenigen, die sich noch ein bisschen für die Fußball-WM näher interessieren und sich informieren wollen, habe ich auch was vorbereitet. Es gibt immer WM-Spezialausgaben, die sind super gut geschrieben, sehr informativ. Einfach mal kaufen. Dann natürlich die Fanklatsche, denn nur mit der Fanklatsche wird das Spiel zu einem richtigen Erlebnis. Ist ganz klar das Schweißtuch für die spannenden Spielchen. Der WM-Schal, naja gut, bei den Temperaturen zurzeit im Juni und im Mai kann man den WM-Schal getrost auch im Juli tragen, denn oder beziehungsweise auch noch Anfang Juni, denn es ist einfach super kalt, also bitte. Das deutsche WM-Trikot wäre auch super. Das wäre natürlich die optimale Fanausstattung. Die Deutschlandflagge muss zu Hause sein. Ich sag nur, Deutschland wird Weltmeister. Zumindest Vize-Weltmeister, klar. It's our Heimspiel, it's our Heimspiel, it's your Heimspiel. Und deshalb sage ich einfach nur Tschüss, Servus, Ole Ole. Und bis nächste Woche, da sitze ich nicht mehr hier, sondern meine Kollegin und ein Kollegen von der zweiten Gruppe der Übung zur Medienpraxis. Ole Ole.